So, ihr beide könnt dann wieder zum Training gehen. Noch mehr Gestein. Auch noch ein bisschen mehr Gestein, aber vorsichtig, wir kommen da wieder zu nah sonst an den gelben Magier ran. Ja, ich würde mal sagen, die da sind schwieriger auszuräuchern als die da drüben. So. Sorge! Sorge! Wir können jetzt weiter hier diese Räume zu machen. Dass der Thronsaal auch irgendwann mal fertig wird. Wenn der Arbeit ausgeschlafen hat. Oh. Du hast dich hier auch wieder in eine Ecke boxiert. Es ist aber nicht so das Problem. So, der hat ausgeschlafen. Die sind beide schon Stufe 20, ja. Du bist 24. Also warten wir noch ein bisschen. George! Ja, langsam nimmt auch der Thronsaal endlich Form an, wie ich es gerne hätte. Oh, da oben darf ich nicht vergessen zuzumachen. Da fehlt ja eigentlich nur noch der Raum hier. So, der ist am Buddeln. Der andere kommt auch langsam wieder hinterher. Noch einen Punkt. Dann geht's hier auf Heroismus. Dann dürften wir uns nämlich mit denen dreien da hinten gut anlegen dürfen. Weil auch meine Armee langsam immer mehr in Form gerät. Sogar mein... Wow, du hast wirklich gut aufgeholt, muss ich sagen. Ich müsste jetzt nur noch irgendwann mal Obsidian finden. Du bist auch gleich 21. Du bist schon 25. Der König hat es wie auch immer geschafft, Level 21 zu erreichen. So, Goldzufluss. Ist zwar langsam, aber ist vorhanden.
Das war ein Fitzelchen Titan. Fast nicht der Rede wert. Und ein Fitzelchen Gold. Also ja, da sind wir beim Ausbeuten in der Richtung auch demnächst fertig. So, hier und hier zu machen. Und das Titan hier noch abbauen. Sehr schön. Das heißt, ich kann noch eine von der Sorte hier bauen. Und ja, von dir kann ich hier drüben jetzt eins anbringen. Der Vollständigkeit halber. So, mit dem restlichen Titan werden wieder bessere Trainingsfiguren gebaut. Blöcke ausgegraben, sammelt seltene Rohstoffe. Oh, das habe ich ganz vergessen. Wenn wir es schaffen, 500 Titan, Obsidian und Drachenblut zu sammeln, werden wir sicherlich reich belohnt. Defensive heroistische Vorbilder. Zwergische Vorbilder, Verteidigungsstellung und Terrorismus freischalten. Verteidigungsstellungen, zwergische Vorbilder und Heroismus, ja. Ich muss halt nur gucken, wo ich die seltenen Rohstoffe herkriege, weil ich denke, weiter oben werde ich sie nicht so wirklich finden, auch wenn ich mir die Räume noch angucken kann. Sobald ich den Raum hier leergeräumt habe, kann ich ja von hier aus hier rüber buddeln. Was ich halt schon mal machen könnte, ist ihnen wieder ihren ganzen Stein klauen. Dass ich sehe, was sie noch zu bieten haben und mal kurz einen Zwischenstand speichern. Da ich nicht will, dass uns der ganze Fortschritt wegen einem dummen Fehler wieder verloren geht. So, mach mal. Ja, alles fertig, wollte ich schon sagen. Aber du bist ja selber fix und fertig. Heroismus, zwergische Vorbilder, das sind so die nächsten beiden Sachen. Ich dachte, du wärst schon auf Stufe 16. Habe ich mich verlesen? Oder stand einer von den Werfern? Ne, die sind schon 18. Aber gut, ich werde jetzt mal kein Titan mehr ausgeben.
Wo sind meine beiden Butler? Da und da. Gut. Der Thronsaal ist nämlich jetzt auch gleich fertig. So. Einmal Heroismus bitte. Grab erstmal das aus. Das Gold, das sieht nützlich aus. Ja klar, du musst natürlich wieder so ausgraben. Das nenne ich eine große Goldfundgrube. Und ja, ich werde mich mal hier ein bisschen bedienen. Von hier aus komme ich nämlich ganz gut an die Räume weiter unten und kann den Raum erstmal weitläufigst meiden. Ich komme aber wenigstens schon mal in den Raum mit dem Teleporter. Und so wie ich das sehe, ist unser Thronsaal auch fast fertig. Wenn der letzte Block gesetzt wurde. Bestätige Thronsaal fertig. Ganz ehrlich, das Fitzelchen Titan kann ich mir noch leisten. So, und dann noch eine Truhe. Die beiden Sachen auch hier rein, dass der Thronsaal noch ein bisschen Kontur kriegt. Und ja, die Waffen stelle ich einfach hier vor die Tür. Ups. Und du kannst natürlich nicht dastehen. Aber ja, sehr schön. Wir haben auch den Thronsaal jetzt fertig. Können wir uns gleich als nächstes um das Loch hier oben kümmern. Während ich mal versuche, ein, zwei Orks hier rauszulocken. Zur Sicherheit nochmal speichern. Oh, die Armee läuft los. Jetzt dreht sie um. Nein, zwergische Vorbilder als nächstes. Na kommt, einer von euch muss doch jetzt hier hoch wollen. Ja, von mir aus auch der dicke Ork-Häuptling. So.